Ich könnte meine Tastatur nehmen. Fuck, das waren die Pringles. Ich habe gerade überhaupt auf niemanden angespielt oder so. Und wir machen weiter in der Tree Zone und überhaupt Let's Play Super Mario Land 2. Ich bin gestorben. Ja, machen wir doch im selben Level weiter. Und ich würde sagen, ich werde trotzdem weiterhin versuchen, nicht zu sterben. Wir tun einfach, oder ich tue einfach mal so, als wäre nichts passiert. Also, ihr tut weiterhin so, als, ja, Toasty ist gestorben und bla. Und ich tue weiterhin so, als wäre ich gar nicht gestorben. Als wäre nichts passiert. Das heißt, ich sollte jetzt eigentlich immer noch Angst davor haben, zu sterben. Aber irgendwie komisch, ne? In der Tree Zone, in dem einen Level, als ich so viel erzählt habe und so viel gelabert habe und mich überhaupt nicht konzentriert habe auf Spielen eigentlich, bin ich da durchgerannt und durchgeskillt und habe überhaupt nicht mal irgendwie Leben verloren oder irgendwie bin schwächer geworden oder irgendwas. Nein. Aber jetzt hier, ne, wo ich mich genau drauf konzentriert habe, man kann diese Viecher vernichten, ich weiß es noch. Da sterbe ich dann natürlich. Aber egal, ich bin nicht gestorben, ich tue jetzt einfach mal so. Und wir machen weiter und wir versuchen weiter nicht zu sterben. Bis ich bei einem Tod bleibt, ist das trotzdem eine gute Bilanz für mich. La 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 la. Die Musik ist so schön. La la la. Moment, Moment, ich muss die Fraps-Anzeige anschalten, weil ich habe nur noch 17, irgendwas Gigabyte gehabt. Moment. Ja, genau, hier unten. Wow, ist was. Das ist auch gut. Wenn man die Taste gedrückt hält, dann springt er immer wieder sofort, wie man aufkommt. Als hätte man eine Turbo-Taste oder so. Und hier ist nix. Und hier ist nix. Hier ist sowas von gar nichts. Komme ich überhaupt noch hoch? Ja. Nicht runter. Du dummes Teil, du. Und bäh. Das ist schlimmer als Kaizo Mario hier, ey. Einfach mal Invincible Blocks irgendwo hin draufstellen, Zeugs. Die Dinger kann man nicht vernichten. Es geht einfach nicht. Also sie flüchten vor einem. Also es geht schon mit Feuerblume und so. Blarks, ne? Ist klar, aber so geht das nicht. Ich mag die Musik, denn die ist schön. Lingelingling. So, wir holen uns 3 Leben! Und nicht nur Boss-Level, sondern wir machen natürlich noch das, weil wir machen natürlich alles möglichst vollständig. Wir spielen Mario 2, Super Mario 2. Natürlich nicht Mario Brothers 2, aber das wäre auch mal eine Idee für 15 Minutes oder so. Auch wenn ich das Spiel überhaupt nicht kann. Aber egal. Irgendwie finde ich die Idee lustig. Für ein Mario-Spiel finde ich die Idee lustig. Naja. Lalala. Das war ziemlich dumm von mir. Wow, da kam mal eine sinnvolle Zeile raus. So, komm Toasty, du hast doch sonst auch immer so viel zu erzählen. Ja, die Teile hier kommen runter und kommen runter. Und das hier sind Würmchen. Kleine Würmerchen. Und ich freue mich so auf das letzte Level, dass wir der totale Tortur nicht sterben. Oh mein Gott, wie soll ich das schon... Ach, Mario, dumm oder so. Und wieder ein Remnant. Ich hätte gerne einen Pilz, aber who cares about my Wünsche. So. Dann versuchen wir mal hier so... Da... Und bam! Nein. Irgendwo... War hier nicht irgendwo ein Pilz? Ich weiß es nicht mehr. Blub. Ich wusste es, weil ich schlau bin und so, ne? Und ihr nicht. Haha. Nein, ich sollte meine Abonnenten nicht beleidigen und nicht selbst von mir so arrogant sprechen, denn das kommt nicht gut, oder? Das mögt ihr doch auch nicht. Da seid ihr auch nicht zufrieden mit. Wow, 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 wow. Heute war irgendwie Gronks Kanal gesperrt für eine Stunde. Ich weiß nicht, warum, aber er war gesperrt. Einfach so. Naja. Keine Ahnung. Ist passiert. Und das passiert nun mal. Naja. Warum er jetzt gesperrt hat, war... Ich habe sowas von keine Ahnung. Aber, naja. Bäm. GP hat freundlicherweise ein Infovideo dazu gemacht und hat gesagt, es könnte daran liegen, wegen dem, was GLP auch hatte. Aber naja, er war ja nach einer Stunde wieder da. Also keine Ahnung, woran es lag. Aber who cares? Ich habe Gronk mich abonniert und naja, nichts gegen Gronk. Nur, dass das mal klar ist. Nicht, dass ihr... Der Max Gronk nicht... Gronk bester Let's Player aller Zeiten, ey. Hier immer.
Ja, hier mal auf Kanal von Funk Royal gucken und dann nochmal Meinung überlegen. Nein, okay. Ich meine, jeder hat seine eigene Meinung, was Let's Plays und Let's Player angeht. Und naja, wenn der Große halt denkt, nein, Gronkh ist mein Lieblings-Let's Player, dann ist das so, dann hat das wohl einen berechtigten Grund, der wohl auch berechtigt ist. Blab, das wird ein bla 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 bla. Eine Feuerblume, nice. Könnte ich gut gebrauchen. Brapapapapap. Wobei im nächsten Level vielleicht eine Karotte ein bisschen besser wäre. Ja. Ich fühle mich bei einer Karotte einfach sicherer. Man stürzt halt nicht ab und so, ne? Und hier ist schon mal erste Problem, hier so Brückenzeugs und kommt hier der Karotte raus? Nö. Brauche ich nicht. Adabadaba. Goomba. Goomba. Double Goomba Kill. Bumm. Vorsichtig, watch your step. Ich erinnere mich an das Portal 2 Let's Play. Watch your step. Papalapaparapa. Die Musik, die ist so schön. Und die Eulen tragen mich herum. Und sie fliegen und bla. Wie soll ich da denn bitte schön rankommen? Ach so, ja klar. Und, bumm. The hills have eyes, the wolves. Nein, nicht the wolves. The clouds. Clouds have eyes, the hills have eyes. Yeah, literally. The hills have eyes. Bam! Wow. So, irgendwo hier war noch ein Leben. Hier? Nein. Hier? Da? Irgendwo? Hier war doch irgendwo ein Leben jetzt. Verarscht mich nicht. Gut. Ich, bin dumm. Kein Leben hier. Hä? Aber... Hä? Wo war das Leben? Naja, gut. Wayne. Vergessen wir es einfach und tun wir so, als wäre niemals die Vermutung da gewesen, da wäre ein Leben. Aber da ist etwas, ich weiß es, aber da muss man, glaube ich, einen Spinjump machen und das wäre mir jetzt zu riskant. Aber hier ist auf jeden Fall ein Leben, das weiß ich auf jeden Fall noch. Flups, wir haben ein Leben bekommen. Und wir haben 35 verdammt nochmal Leben. Wie geil ist das denn? Wir können fliegen. Die Hasenohren von Hasenwe. Wir kommen, gehen wir hin und sagen, Hasenwe, wir haben hier den Hasenohren. Ja, bitte nicht fragen, woher das kommt. Das ist ein Insider, ja, ne? Ja, genau. Den werdet ihr auch niemals erfahren, wo das herkommt. Niemals. Und guckt euch auf keinen Fall mein erstes Super Mario Let's Play an. Ich sag's euch nur. Danke Mario, dass wir da hoch können. Blarks. Einmal und Goomba. Lops zweimal und. Und ein Leben noch. Nein. Ich hätte nur ein Leben dadurch bekommen können und. What the fuck is so laut? Okay, der Adler, also die Bosse in diesem Spiel sind größtenteils Bums, außer Wario itself. Naja, es gibt einige Bosse, die sind vielleicht ein bisschen härter. Aber der hier zum Beispiel, der ist nur Bums und tot. Achso, er lebt noch. Ich meinte, der hier ist nur Bums und tot. Rupp, lalalala, Münze. Da ist die Golden Coin, die eigentlich nur schwarz-weiß ist. Voller Tree Zone und Welt 1 abgeschlossen. Blarks. Machen wir mal das Random Level. Wir machen das Random Level einfach so, weil es random ist und aus random Lust heraus. Es scrollt übrigens, ja. Es ist, ja, gut, wenn man zum Beispiel genug Monster getötet hat, was zum Beispiel 6 Gegnern der Fall sein wird, bekommen wir einen Stern und... Wow. Ah, komm. Bop, bop, yeah. Und... Yeah. Ah, ficken. Na gut, dann machen wir es jetzt so. Du bist tot und... Du bist tot und da haben wir unseren Stern. Dab, 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 dab. Wir laufen jetzt einfach hier am Bildschirmrand. Das ist... Denn es ist gesund und es macht muntere Gegner munter. Und wir kriegen Leben und noch ein Leben. Das ist schön. Und da gibt's noch ein Leben. Ha! Wie awesome ich halt bin. Bla, 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 bla. Ich habe Gegner getötet und Goombas. Naja, es ist eigentlich nur mit Goombas übersät, das Level. Aber who cares? Ich meine, es sind Goombas. Um Goombas kehrt sich eh keiner. Kern mache ich morgen früh um 7, um Sieger zu verdienen nebenbei, aber naja. Blopp, ne, nicht 7, 6, 5 in der Früh, keine Ahnung, irgendwann. Aber egal. Hallo, danke. Space Zone, müssen wir da rein. Wir haben schon 500, was weiß ich, Münzen, das ist
Awesome. Okay, hier ist der Zugang zur Space Zone und wir machen den ganz simpel, weil ich kein Leben verlieren möchte. Was ich ja schon getan habe. Naja, wir tun einfach so, wir belassen es bei diesem einen. Naja, das zweite, was danach kam, stimmt, das war ja auch noch, ne? Aber das zählen wir einfach mal nicht dazu. Und das erste, da tue ich jetzt einfach mal so, als wäre es nie da gewesen. So, da haben wir's. Ja, das ist das Zugangsende zur Space Zone. Ich weiß, ich habe gerade ein bisschen lame gemacht, aber nein, danke, ich brauche keine Karotte. Na 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 na. Merkt euch das Gesicht des Mondes. Es ist gerade ganz freundlich und grinst und es freut sich. Ach ja, in der Space Zone, wie gesagt, bin ich gestorben. Ich weiß aber nicht wie. Wir sind out of space und ich kann nur noch singen in diesem Let's Play. Was geht ab? Es ist kein Mega Man. So awesome ist die verdammte Musik jetzt auch nicht. Ach ja, wir können keinen Spinjump machen, weil wir sind out of moon und da ist die Gravity anders und dann ist klar, ne? Aber wir können dafür länger... Naja, wir können so eine Art Schwebung machen. Und was habe ich gerade getan? Das war richtig dumm. Toasty, wenn du jetzt stirbst, dann bist du tot. Und dann, naja, doof, ne? Wenn du jetzt stirbst. Wir könnten ja auch immer ein Part da abbrechen, wo ich sterbe, ne? Das wäre ja auch super. Kriege ich hier Pilz? Ich kriege einen Pilz. Uff, dumm. Und, ja, mein Gott. Das war jetzt Nervenkitzel. Hä? Pur. Hoch da, bitte, Mario. Und hier sind Monzos. Lamentos des Parados. Tequila Solitos. Existiert. Ja, ist Tod Nummer 2. Aber wir machen weiter. Toll. Wie gesagt, 5 Tode habe ich jetzt eingerechnet für den Anfang. Wir tun weiterhin so, als wäre kein Tod. Wie gesagt, ich werde mich anstrengen, nicht zu sterben. Und das ist eine Kunst für mich bei diesem Spiel. Vor allem, wenn Fraps an ist. Wenn die Zahl, die ich da unten gerade im Eck sehe, rot ist. Dann denke ich mir, what the fuck? Mir schauen mindestens 2 Leute zu. Maximal 2 Leute, wollte ich natürlich sagen. Fuck. Ich weiß nicht. Ich bin zu aufgeregt. Ich kann nicht gescheit spielen. Oh mein Gott, ich bin so nervös. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Toasty. Ja, tot. So ungefähr läuft das ab. Und ein Leborn. Nice. Wo kommt das Leborn her? Dum, dum, dum. Wenn ich da runtergehe, dann... Wow. Komm, wirf dein Sterni. Dup. Und... Wie geil, Leute. Wie geil ich das einfach mal finde hier. Schon 3. Tod jetzt hier, 2-mal im gleichen Level. Das ist ja auch super, wie du dich hier anstellst, Toasty, ne? Aber ich hoffe mal, du stellst dich so dumm wie in deinem ersten Let's Play an, denn da hast du dich so dumm angestellt, dass du dich dumm angestellt hast. Komm, Leute. Ich brauche eine neue Challenge für dieses Spiel, weil die erste ist vorbei und ich möchte das Spiel ja nicht abbrechen. Das habe ich auch gar nicht vor. Ich brauche eine neue Challenge. Was zum Beispiel für eine Challenge? Zum Beispiel beim Schloss von Wario. Der Jay weiß zum Beispiel, wie hart das Schloss ist. Und es ist wirklich hart. Das ist nicht nur, weil ich jetzt da Fraps Unskill aus ist bei mir, bei meinem ersten Let's Play. Sondern es ist wirklich hart. Also also wenn ich bis zum Schloss nicht gestorben wäre, im Schloss wäre ich 100%ig gestorben, weil es ist verdammt hart. Ihr könnt ja da eine Challenge mal irgendwie sagen, ja, Toasty darf maximal so und so lange sterben, sonst kriegt er noch eine Bestrafung. Ich habe mir die Bestrafung durchgelesen, die ihr bis jetzt gepostet habt. Die von Jay, das war das mit Scheiß Mario, das werde ich ja sowieso spielen. Und, Astrofire808 hat irgendwas gesagt von wegen Yoshi's Island und Minecraft. Also, Minecraft ist ja zu unkreativ, also da hegt er überhaupt keine Erwartungen und so, ne, gar nicht. Und es wird auch bestimmt kein Minecraft kommen. Und ja, oh mein Gott. Ja, und dann hat er Jay noch geschrieben, weil ich gesagt habe, ja, scheiße, Mario spielt doch sowieso, hat er noch geschrieben, ey, weißt du was? 4 Cheeseburger in einer Hand und mit der anderen Hand V. Das waren 7 Vs. Fuck. V spielen. Und Jay, du bist krank. Ich kann mir doch nicht 4 Cheeseburger reinpfeffern. Was ist denn du für ein Problem, ey? Aber ich denke mir, ach ja, ich habe das ganz vergessen. 888, ich soll dich wieder von Jay grüßen. Einfach so. Einfach so, ja.
Aber du bist krank, ich meine, 4 Cheeseburger, hallo? Und dann hat er gesagt, okay, machen wir 3 draus. Und dann dachte ich, nee, nix da, 3 hier. Außerdem, nee, wie soll ich das bitte schon beweisen, dass ich 4 Cheeseburger esse, während ich mit der anderen Hand VVVVV spiele? Ich meine, gut, ja, ihr hört mich schmatzen und so weiter, aber ich könnte auch irgendwas anderes in der Zeit essen, ne? Etwas, was nicht so den Magen nicht so schlecht bekommt wie Cheeseburger hier, ne? Also irgendwie, keine Ahnung, Bonbons lutschen oder so. Bonbons! Oh, Tales of Fantasia, da muss ich unbedingt wieder aufnehmen und es ist so toll, aber es ist so gemein zu mir gewesen. Ich habe das Bonus-Level verpasst, fällt mir gerade auf. Lalalala, wir schweben zurück, um zum Bonus-Level zu gelangen, denn das wartet ja auch noch auf uns. Wo kommt der Moneybag her? Ich wusste gar nicht, dass da einer ist, also pff. Ach ja, aber spätere Level werden so schön. Ah ja, hier ist Dingens Zeugs. Na? Wenn du mal sterben würdest, dann könnte ich auch zeigen, was da ist. Blups, da ist ein Blöckelchen. Warum? Na ganz einfach, hier geht's hoch. Und warum? Na, weil es da zu einem Bonus-Levelchen geht. Und da bekommen wir Münzen. Bla la 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 la. Die Commentation ist mal wieder for the win. Achterfeuer hat gesagt, dass es ein cooles Spiel ist und ich danke dir und ja, es ist wirklich ein gutes Spiel. Ich kann es jedem empfehlen, wenn ihr einen Gameboy habt. Oder falls ihr bei 3DS Virtual Console, ich weiß nicht, ob es für 3DS gibt. Ich könnte es mir aber vorstellen, weil es ist ein schönes... Ach ja, der Mond war jetzt ganz böse, habt ihr gesehen? Ganz böse hat er geguckt. Ja, hier, Bonus-Level. Aber ich finde, die Musik passt nicht zu Space Zone. Das ist einfach... Nee. Ich weiß nicht, ob ich hier sterbe, wenn ich runterfalle. Aber naja, wenn ich runterfalle, dann bin ich tot anscheinend. Naja. Oder auch nicht. Hier ist irgendwas, aber... Weiß mir nicht was. Hier geht's runter und da gibt's Münzen. Yay, und meine Hand juckt. Hand, nicht jucken. Jucken ist böse. Ich muss das Special fertig schneiden. Verdammte Scheiße. Das Special wird sowas von überlang. Ja, leider wirklich. Es wird... Wow, das war Glück. Es wird überlang, weil... Naja... Ich kenne den Toasty. Obwohl ich mir ein Skript extra gemacht habe und trotzdem wurde es eine halbe Stunde, die ich gelabert habe. Und durch die ganzen Videos, die ich einschneiden werde, ist es noch mehr und jetzt bin ich tot. Nein, bin ich nicht. Nicht wie in DKC ist es hier, wenn man runterfällt, Bonuslevel vorbei und nicht tot und kein Leben abgezogen praktisch. Sondern hier ist, oh, jetzt ist der Mond ganz traurig. Hier ist Bonuslevel stirb, Bonuslevel runterfallen oder so. Du bist tot, du stirbst, Blarks, selber schuld, tot, du Sau, du motherfucking assload of a ass fucking motherfucking bitch. Wow. Jetzt muss ich aufstoßen, weil ich noch nie so viele Schimpfwörter auf einem Mal, wow, gesagt habe. Ich habe einen Schluck auf und das wäre das Let's Plains. Toasty, beruhig dich, denn, ja... Ich meine, es ist nur ein Let's Play und, ja. Der Schluckauf ist nicht so schlimm. Oh, mein Mauszeiger, was willst du denn von mir? Was ist Viren-Update oder so, hä? Ihr will mir bei der Windows Firewall anzeigen. Und dann, Antivirus nie aktiviert. Ja, weil blockt das System total aus. Dieser Echtzeitscanner von Avira sein, also, der regt mich so auf, er blockt das System verdammt nochmal aus. Und ich, ich könnte kotzen. Oh, wie ich mich da gerettet habe. Habt ihr gesehen? Skill. Und es kotzt mich einfach nur an. Deswegen, den mache ich auch auswendig des Splints. Und dann kommt natürlich Windows Firewall, bla, Defender-Meinung, nicht Meinung, Warnung. Da, hier, ne? Winter, Winter. Avira, Zeugs, Antivirus, Free, Virus, bla, nicht aktiviert und so, ne? Du weißt schon, dass da Virus und so, Bundestrojaner, ne? Schon klar, was los ist. Nein. Also, Glocke. Ich will die Glocke. Oh mein Gott, was war das gerade für random Laute? Toasty, jetzt beruhig dich mal. Ist alles okay, okay. Wollen wir skillig machen? Bam! Mit Skill. Und warum da Blöcke sind, die man mit Feuerball zerschießen kann? Ich habe keine Ahnung. Larks. Mir wäre eine Feuerblume lieber gewesen. Aber gut, wir sind in der Sternlevel. Und hier könnt ihr endlos schweben. Bla la 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 la. Und es scrollt. Jeder Scrolling. Obwohl, es gibt Scrolling-Level, die ich mag in einigen Spielen. Aber hier nicht. Vor allem das hier ist doof. Na 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 na. Aber die Musik ist saugeil. Wir spielen super.
Mario Land 2. Ich bin schon dreimal gestorben. Oh fuck, was mache ich hier? Was mache ich hier? Nicht nochmal sterben, Toasty. Wie gesagt, nur fünfmal. Mehr werde ich jetzt... What the fuck war das knapp? Unten da durch. Ich war... oben drüber. Fickt euch, ich gehe doch nicht da durch. Das bringt's mir gar nichts. Hier sind nirgendwo Münzen, kein gar nichts. Verstehe nicht, für was das dann gut sein soll. La 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 la. Okay, aber die Steuerung von diesem Spiel, muss ich wirklich sagen, ist saugut. Also wirklich, perfekte Steuerung. Man hat wirklich perfekte Controls über Mario. Und, das finde ich schön. Das war scheiße. Nein, hallo, da ist eine Feuerblume. Da ist er. Mann. Am Ende kriegen wir aber noch mal eine, nicht jetzt. Jetzt sind wir nämlich klein und jetzt müssen wir aufpassen, dass wir nicht toten, also noch kleiner werden. Wir sterben ja nicht mehr, wir werden nur noch kleiner. Und das gefällt Mario so sehr wenig, dass er das Spiel, dass er das Level nochmal neu anfangen möchte, ne? Wir sterben gar nicht, also, ne? Nur, dass das klar... Wow, 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 Mario, 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 wow, fuck. Das war knapp vor mir. Nur eine Münze. Und, nein, wieder nur eine Münze. Puh, das ist gerade echt extremst, blark for me, weil, wegen... What the? Weil ich nicht sterben möchte. Ich meine, hallo, ich habe gesagt, so wenig wie möglich sterben, nur noch zwei Münzen. Und da sind schon zwei Münzen. Dann haben wir die 999 Münzen komplett. Gleich ist die schöne Musik vorbei. La la la, Bosskampf. Der ist ein bisschen eklig, finde ich, aber naja. Ich nehme noch auf. Wow. Bam. So, der ist ziemlich eklig, wie ich finde. Aber er geht eigentlich. Also, naja, es geht in Ordnung. Aber er ist, wie gesagt, ziemlich ekelhaftig. Ja? Komm runter. Ah, nicht so. Runterkommen, so, wie, am besten hier im Eck, da kann einem nichts passieren. Ja, wenn er sowas macht, dass er runterkommt und gleichzeitig schießt, dann ist es schwer, auf sein Köpfelchen zu springen, weil es ist ein bisschen doof, man kann den Projekt nicht ausweichen und, naja, jetzt zum Beispiel kann ich auf sein Köpfelchen springen. Und jetzt kann ich... Oh, dumm, Mario, dumm. Komm runter, komm runter, komm runter, komm runter, komm runter. Ja. Boop. Fuck. Und... Na, what the... Mann, warum lasse ich nicht einfach den Knopf los? Ich habe Angst, weil ich schon mal... Genau, also als ich auf seinem Kopf draufgesprungen bin, schon einmal ist es mir passiert, dass ich, na, sag schnell. Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Dass ich geschrumpft wurde, genau. Das ist mir schon mal passiert, obwohl es eigentlich nicht hätte passieren sollen. Ich meine... wenn ich auf seinen Kopf springe, sollte ich nicht sterben oder so, ne? Ist klar. Bums, hallo, du komischer Boss. Würdest du mal nach unten gehen und einfach nicht so ein scheiß Teil schießen? Das wäre nett von dir. Lups. So kann ich nichts machen, ey. Na? Der Bosskampf wird extrem spannend durch dich und deine... Ja, genau so hätte ich es gerne. Ups. Wir haben es geschafft. Oh, da holt er. Na, 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 na. Und hier nochmal die Sequenz. Langsam, weil ich sie vorhin vorausgebietet habe. Hier, Coin kommt und, Blarks. So, das war's. Wir gehen in die Macro-Zone, dort, wo ich bei der allerersten Aufnahme, zum ersten Mal gestorben bin. Aber vorher holen wir uns 299 Leben, obwohl wir schon 41 haben. Also, naja, ein bisschen was wurde lang. Aber ich kann ich euch mal die Minispiel-Zone zeigen. Und wie lange nehme ich noch auf? Ich weiß es nicht. Der Part wird so lang, das ist unglaublich. Aber ich meine, es ist ein Let's Play Again und ihr wisst, dass Let's Play Agains längere Parts sind. Ne? Ist klar. La 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 la. Naja, gut, es geht in Ordnung. 20 up sind in Ordnung, aber es ist, glaube ich, nein, man kann 5 up, das ist das Schlechteste. Das wäre ärgerlich. Aber dafür ist das Feld nur einmal vorhanden, weil für 999 Münzen, die du setzt, solltest du schon was bekommen, ne? Auch in Las Vegas so, je mehr Geld du da reinlegst, ne, desto höher sind deine Gewinnchancen. Aber naja, Macro Zone, nicht Micro Zone, wie ich immer gedacht habe, aber egal. Och ja, ich liebe ja dieses Level. La 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 la. Ich mag die Musik. Ich hab schon zum 30.000. Mal gesagt. La, so. La, da, 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 bam, bam. Wow. So, hier runter.
So. Bam. Und eine Pilze. Eine Pilzelchen. Und, die sind ekelhaft. Die machen Stacheln. Ja. Und hier oben kriegen wir eine Karottechen. Da geben wir auch so hart weh und seinen harten Ohren und klauen ihm mal seine... Wow. Ist mir nicht sowas auch bei meinem ersten Let's Play passiert? Ich glaube schon. Da war der nächste tot und wir machen weiter. Ich habe noch Bock auf das Spiel. Sehr großen Bock. Das Spiel macht so viel Spaß. Ganz mal einfach in Vertrauen. Übrigens, gestern ist in Super Mario World nicht auch Chucks, die sowas machen hier, so komische Erdbälle oder sowas schmeißen? Ich glaube schon, habe ich irgendwie so in Erinnerung, aber egal. Das war der vierte Tod, ne? Ja, wow, ich bin noch einen Tod entfernt, darf ich nicht mehr sterben. Also einmal darf ich noch sterben, allerhöchstens, also das, was ich mir als Ziel gesetzt habe. Gut, dann ist mein aller Minimumstes Ziel wirklich 10 Tode und nicht mehr, aber... es sollte nicht 5 überschreiten am besten. Aber da wir jetzt schon noch nicht mal die Hälfte des Spiels haben und schon 4 Tode haben, wird das wohl nicht hinhauen. La 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 la. So. Wir können wieder Münzen sammeln. Jetzt hat das wenigstens wieder einen Sinn. Bam. Wow. Easy. Du brauchst deine Stacheln nicht auszufahren. Ich will dir gar nichts Böses. Ich will hier nur Coins einsammeln. Props. Kleine Ameisechen. Die haben Mario nichts getan. Warum muss er schrumpfen um... Epic Failure, würde ich sagen. Wir machen weiter. Ich möchte das Level aber unbedingt abschließen. War hier nicht auch noch ein Bonus-Level? Ja, hier war ein Bonus-Level. Ich erinnere mich noch. Ach ja, hier ist die Stelle, an der ich meinem ersten Let's Play sau oft gefailt habe. Der Part hieß Die Mario Die und ist Part 8 von meinem ersten Let's Play. Da kam auch das erste Mal die 30.000 vor und der Witz, hier Hasenohren, gib mir zu Hasen weh und dann sagen, ey, wir haben hier deine Hasenohren. Ah, was für ein geiler Witz. Toasty, wir haben uns so den Arsch abgelacht, wirklich. Ja, wir vor allem, ja. Und bla, und hier habe ich dann gesagt, mit einem P und mit einem E und mit einem S und mit einem was auch immer. So. Okay, es langt langsam und wir haben nur noch 2 Minuten und BAM! Habt ihr gesehen, wie knapp das war? BAM! So, da kriege ich eine Feuerblume. Und nur um euch zu demonstrieren, was passiert, mache ich hier einen Safe State. Bam. Das passiert, wenn wir da springen würden. Deswegen springe ich. Muss man das so machen. Und hier habe ich dann was weiß ich gesagt. Und dann, oh mein Gott, wie oft habe ich jetzt schon was weiß ich gesagt? Bestimmt schon 30.000 Mal. Und dann, oh mein Gott, wo ist denn das andere Leben hin? Oh, da. Naja, egal. Lalalalala. Wir sollten die Feuerblume jetzt möglichst nicht verlieren, denn wir brauchen sie für den Zugang des Bonus-Levels. Eigentlich hätte ich kein Save-State machen brauchen, weil ich komme hier wieder raus und hätte euch das einfach hier zeigen können. Bah, da, da. Ja, hier kommt keiner mehr hin. Nie wird einer hier returnen können. Wow. Das war knapp as shit. Spin jump, spin the jump. Was ist das da unten eigentlich? Lava? Was macht das für einen Sinn? Hier Macrozone und Lava? Also ich verstehe nicht, was das für einen Sinn machen soll, aber egal. Wow. Bups und Rafta! Ey, jetzt pass mal auf, jetzt haben wir hier einen Haufen zu sagen, ne? Morgen, ne? Ja, ich glaube, morgen spielt der Club. Geh ich ja Schalke. Und wir holen uns an Dreier, ich sag's euch. Na ja, machen wir doch noch das Bonus, bei dem ich 30.000 Mal gestorben bin. Da, schon wieder 30.000 mit voller Absicht und so, bla. Hey, wir können die Kamera hier free move, seht ihr? Bla. Da ist, glaube ich, nur... Wow. Na, okay. Das macht aber Spaß. Okay, lassen wir es. Einfach. Wow. Okay. Bam, bam. Oh, da war kein Leben. Ich weiß auch irgendwo war ein Leben, aber... Wow. Mario. Ich hab's nicht mehr geschafft. Natürlich habe ich es nicht mehr geschafft. Das war der 5. Tod. Was, der 5.? Nein, es war der 6. Tod. Fuck. Okay, damit war es der 6. Tod und somit ist die 5 überschritten. Aber wir haben 99 Münzen und 61 Gegner. Und wow, guckt euch mal an. Wir haben 61 Gegner gekillt und 61 Leben. Welch Coincidence. Wow, das war knapp. Rappam. La Ua Party. Na 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 na. Ich move a camera around. Irgendwo hier war... Genau, ich wusste es noch. Und... Na, komm! Mario! Ja!
Bums. So, eine Minute, naja gut, wir haben schon 30 überschritten gleich, aber egal. 30 Minuten oder nicht, das Bonuslevel macht ich trotzdem noch, weil bam. Aber länger als 30 Minuten sollte man ein paar doch nicht sein. Und wie wäre es, wenn wir ein paar Blöcke zerbrechen, die Eis haben, also Augen. Das macht doch viel Spaß, nicht wahr? Lalalala, und versuchen nicht zu sterben, das wäre auch interessant und toll und wow. Bam, geschafft. Wow, im ersten Let's Play habe ich für das Bonuslevel, glaube ich, 30.000, schon wieder 30.000, eben verschwendet. Und das ist ein Übergang direkt zum Boss, aber das nächste Level machen wir dann erst im nächsten Mal. Und wir gehen natürlich nicht sofort zum Boss. Und die Merkschusszone ist damit, also noch nicht abgeschlossen, aber damit ist diese Aufnahme abgeschlossen. Wow, ich bin, was war es? 5 Mal gestorben. Boah, fuck. Okay, machen wir Death Counter für jede Aufnahme. Wie wär's? Ich zögere die Aufnahme nur noch länger hinaus und deswegen würde ich sagen, das war's mit Let's Play Again Super Mario Land 2. Fuck, ich dachte, ich schaff's ohne Luft zu holen. Euer Toasty, ciao!